Genug knisternde Erotik, liebe Zuschauer, denn nun wollen wir Markus Söder feiern. Er ist, wenn man Zufriedenheitswerten aus aktuellen Umfragen Glauben schenken darf, Deutschlands unbeliebtester Ministerpräsident. Wow! Wo kamen die denn her? Respekt, Herr Söder, Respekt. Jetzt mal ehrlich, unbeliebtester Ministerpräsident Deutschlands, das ist nicht einfach bei der harten Konkurrenz, muss ich wirklich sagen. Wenige Wochen vor der Landtagswahl steht Söders CSU in Umfragen bei nur noch 36%. Weit weg von der absoluten Mehrheit. Das ist unfassbar, wie der Mann seine Partei geschrumpft hat, oder? In der kurzen Zeit. Das heißt, seine alte Strategie, selber ein bisschen AfD werden, um die AfD zu schwächen, geht irgendwie nicht auf. Also jedenfalls nicht, was die Prozente angeht. Ja, während die Grünen in Bayern zunehmen, nimmt er ab. Dabei gibt der Markus wirklich alles im Wahlkampf. Diese Woche zum Beispiel beim sogenannten Gillermoos. Zahlen wir das Kindergeld in Deutschland an unsere Kinder aus und beenden wir den Transfer an irgendwelche Kriminellen anderswo in Europa, meine Damen und Herren. Da tobt das Bierzelt. Ja, weniger Geld für Kriminelle. Da fällt mir gerade ein, Stichwort Kriminelle, und das ist jetzt kein Spaß, weil er und seine Regierung sich weigern, härtere Maßnahmen für saubere Luft in München durchzusetzen, die Gerichte verlangen, erwägt die bayerische Justiz Erzwingungshaft gegen Amtsträger. Ja, sacre die. Ja. Streicht ihm das Kindergeld. Wirklich. Ja. Hat er ja selber vorgeschlagen. Ich kann auch Populismus. Wie verzweifelt der Mann ist vor dieser Wahl, das sieht man am allerschönsten auf seinen Social-Media-Kanälen. Was der sich da zusammen tweetet und Instagramt, das geht auf keine digitale Kuhhaut. Kategorie 1, Söder draußen. Heute ist Sonntag, Sonntagnachmittag, und ich gehe hier bei uns in Nürnberg im Wald spazieren. Ui. Ich bin gerade im Allgäu, gehe hier spazieren in der wunderbaren Natur. Hm. Ich habe gerade Morgensport gemacht. Ui, toll. Kategorie 2, Söder im Auto. Na, sitzt du wieder im Auto? Ich sitze schon wieder im Auto, Samstagmorgen. Zum Glück ziehst du keine Unschuldigen in deinen Ego-Trip mit rein. Hallo? Selbst schuld. Kategorie 3, Söder fummelt an Tieren rum. Denn es sind alles Lebewesen und sie brauchen Liebe und Zuneigung und Zuwendung. Ehrlich? Jetzt auch noch eine Katze? Ja, oh nein! Bring mich zurück ins Tierheim! Oder zum Chinesen, egal. Alles Gute. Ein schönes Wochenende. Tschüss. So. Er ist aktiv im Netz und macht mir heute so. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, Markus Söder ist selbstverständlich nicht alleine schuld am Niedergang der CSU. Das ist schon eine Teamleistung. Ne? Horst Seehofer hat zum Beispiel auch wahnsinnig mitgeholfen, als er Anfang Juli um ein Haar, Sie erinnern sich, die GroKo gesprengt hätte. Christian Ehring steht im neu eröffneten Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg. Herr Ehring, ist das Affentheater vom Sommer da denn auch schon Thema? Ja, klar. Hier, große Sonderausstellung zu Ehren Seehofers. Horst du Kalypsenau, der erbärmlichste Putschversuch aller Zeiten. Zur Erinnerung, Seehofer wollte ja im Sommer tatsächlich die Kanzlerin weghaben. Merkel sollte weg. Er hat noch zum Dobrindt gesagt, lass es wie ein Unfall aussehen. Weil die Uckermärkerin ihm verboten hat, Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. So, und dann hat der Horst einfach mal die ganz große Kanone rausgeholt. Ich habe ja gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle, dass ich das in den nächsten 3 Tagen vollziehe. Seehofer droht mit Rücktritt. Diese Videoinstallation zeigt die Reaktion der Deutschen. Es war der einzige schöne Moment, den wir hatten während dieser Scheiß-WM. Ach, das ist Kunst, was da gezeigt wird. Ja. Hier, dieses Gemälde zum Beispiel heißt Seehofers Masterplan Migration. Ja, ich finde, es zeigt die ganze Vielfalt der Ideen, die Horst zu diesem Thema hat. Die wild sprudelnde Kreativität, mit der Künstler... Ich weiß auch nicht. Hm. Ja, das war wirklich alles extrem erbärmlich. Horst hofft, dass die Union ihm folgt, weil alle Angst vor seinem Rücktritt haben, und dann juckt's keinen. Genau, und sein alter Job als Ministerpräsident war da ja schon weg. In die Münchner Staatskanzlei konnte er nicht zurück. Da hatte der Söder schon die Schlösser ausgetauscht. Also musste er ganz armselig vom Rücktritt zurücktreten. Diese klare Übereinkunft, die
in allen drei Punkten, die Sie gleich hören werden, meiner Vorstellung entspricht, erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführe. Und alle so, hurra! Yeah, Gott sei Dank. Tja, damit war das Restvertrauen der Wähler in die GroKo quasi pulverisiert. Auch eine Leistung. So, was haben wir noch? Ah, das hier ist die historische Bahnfahrkarte, mit der unser Innenminister neulich nicht nach Chemnitz gefahren ist. Und dieses Exponat hier ist was ganz Besonderes. Das hat tatsächlich Angela Merkel gestiftet. Horst Seehofers Eier in Formaldehyd. Geschätzter Wert 300.000 Euro. Kaufe ich. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank.